An einem trüben Novembertag gibt es eigentlich nichts Besseres, als sich ins Zürcher Schokitram zu setzen. Honold-Besitzerin Christina de Perigo erklärt gerade ihre Schokolade. Und dann werden die geröstet, karamellisiert und blanchiert in der weißen Schokolade und kommen nachher ins Kakaopulver. Eine heiße Schokolade und ein Küchlein namens Pain de Gêne sind serviert worden. Jetzt kann es losgehen. Gemütlich geht die Fahrt dem Limmatquai entlang Richtung Zentral. Die Süßigkeiten überleben natürlich nicht lange. Doch schon während wir auf der Bahnhofstraße unterwegs sind, werden noch ein paar Pralinen gereicht. Wer noch mehr naschen möchte, der muss schon zu Honold gehen. Oder mit dem Schokitram eine weitere Runde drehen.